Was ich allerdings machen könnte, ist halt eine etwas längere Mauer ziehen. So. Das ist dann sehr gut. Wie ihr wünscht! Hi! So, jetzt können wir mal den Dieb endlich in unsere Base schicken. Unser Dieb hat ihre Burg ausspioniert. Nun können wir sehen, was sie vorhaben. Exzellent! Der Dieb hat Informationen darüber beschafft, wo wir zwei unserer Kameraden finden können. Einer unserer Ritter wird auf der Insel bei der Flussmündung gefangen gehalten. Wir müssen im Winter dorthin, wenn der Fluss gefroren ist. Kämpft weiter! Einer unserer Ritter wird auf der Insel bei der Flussmündung gefangen gehalten. Wir müssen im Winter dorthin, wenn der Fluss gefroren ist. Ja, da sind wir auch schon auf dem Weg. Der Gefangenentransport ist unterwegs zum Hafen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er dort ankommt. Auf euren Befehl! Ich muss die anderen Ritter befreien. Sie müssen überleben. Doch die königliche Stadt darf dabei nicht beschädigt werden. Endlich frei! Ich würde viel dafür bezahlen, diesen Verräter in Ketten zu sehen. Ich erwarte eure Befehle. Schon unterwegs! Verstanden! Also zum Hafen wollen sie, also müssen wir sie dort abfangen. Sofort! Total allerdings hier das Gefängnis. Benutzen Gefängnis, benutzen Gefängnis. Ja. Da ist wieder mal was doppelt gemoppelt. Einer unserer Ritter wird als Gefangener direkt in der königlichen Stadt festgehalten. Wir müssen in die Stadt eindringen und das Gefängnis finden. Einer unserer Ritter wird als Gefangener direkt in der königlichen Stadt festgehalten. Wir müssen in die Stadt eindringen und das Gefängnis finden. Jo. Dem Himmel sei Dank. Ich werde euch dabei helfen, diesem verräterischen Hund das Fell über die Ohren zu ziehen. Auf euren Befehl! Ja, ich habe auch irgendwie Elias jetzt noch gekriegt. Unser Dieb wurde getötet! Von was? Ist er vom Baum erschlagen worden, oder was? Oder ist er im Wasser gestanden, der Idiot? Weil jetzt taut ja alles wieder. Jetzt kommen wir nicht mehr so leicht. Ja, ein Gefangenentransport ist unterwegs zum Hafen. Das Lagerhaus ist voll. Auf euren Befehl. Ja, da können wir das gleich ausbauen. Erstmal werfe ich etwas Holz weg. Ja, der ist unterwegs zum Hafen. Wie ihr wünscht! Auf euren Befehl! Wir können ihnen ja ein bisschen entgegenkommen. Wie ihr wünscht! Alles klar! Hier fließt der Wasserfall schon wieder. Hier oben in der königlichen Stadt. Ja, da sollten wir mit einem Belagerungsturm reinkommen eigentlich. Den wir haben können, sobald wir genug reiche Gebäude haben.
Und ja, ich wollte. Einsacken und Abmarsch! Wieder eingekerkert zu sein, erfüllt mein Herz mit Zorn. Der Verräter wird meinen Zorn zu spüren bekommen. Ich stehe zu euren Diensten. Ein Imker hat keine Bienenstöcke. Na doch, jetzt müsst ihr welche haben wieder. Wie sehen eigentlich so unsere Vorräte aus? Eigentlich das meiste recht gut, außer dem Fisch. Sofort! Und ja, eigentlich sollten wir jetzt wirklich dafür sorgen, dass das Eisen hier nicht weiter abgebaut wird, falls wir es selber noch brauchen. Schon unterwegs. Nicht aufgeben! Folgt mir. Kämpft für die gute Sache. Alles klar. Das ist nicht so gedacht, oder? Wie ihr wünscht. Es gibt kein Zurück. Und ja, da ist das Gefängnis, das wir erreichen müssen. Und wir müssen noch herausfinden, wo sich unser Verräter verborgen hält. Hi! Jawohl! Es gibt kein Zurück! Okay, unser Lagerhaus ist maximal ausgebaut. Gehen wir mal das ganze Bild hier. Verstanden! Hi! Jawohl! Hi! Das müsste jetzt eigentlich Marcus sein, der da noch fehlt. Ja. Ich wusste, dass ihr mich befreien würdet. Ich stehe euch zu Diensten. Schalten wir diesen Verräter ein für alle Mal aus. So zeigt der Verräter endlich sein Gesicht. Das ist unsere Chance, unseren betrügerischen Freund zu schnappen. Also da unten müssen wir rein. Schon unterwegs! Also der Kestwal steht da unten herum. Stürmt los! Wir sollten immer noch das Ding hier einnehmen. Alles klar! Schon unterwegs! Holen wir uns mal bei unserem Außenposten hier neue Fackeln. Verstanden. Und alles klar. Die schicken wir mal zu unseren Kasernen, dass sie sich nachrüsten können. Ei! Schon unterwegs. Verstanden. Es fehlt immer noch ein reiches Gebäude. Welche Gebäude sind denn noch arm? Also abgesehen von der Apotheke natürlich. Ist eins der Badehäuser arm? Und die Apotheke und eine Seifenmacherei. Verstanden. Ihr seid auch angeschlagen. Also auch mal mit euch zurück dahin. Auf euren Befehl! Ja, für den Fall, dass wir wirklich noch Eisen brauchen. Wobei, so wie das aussieht, brauchen wir nicht mehr so viel Eisen.
schon unterwegs. Jawohl. Truppen nachgerüstet. Ein. Es gibt kein Zurück. Tordal, die schicken wir mal hier hoch. Für den Fall, dass eins der Gebäude hier dann demnächst mal reich wird. Auf jeden Fall mal. Ich könnte ja so lange mal Met verbieten. Verstanden. So, dann nehmen wir das Territorium ein. Wir haben ein Territorium eingenommen. Es muss einen anderen Weg geben, den Verräter zu besiegen, als die königliche Stadt in Schutt und Asche zu legen. Alles klar. Unsere Truppen werden angegriffen. Mein neuer Titel ist es wert, mit einem Lied gewürdigt zu werden. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Also ja, die königliche Stadt nicht in Schutt und Asche zu legen, das dürfte leicht sein. Sofort! Dafür haben wir ja die Belagerungswaffenwerkstatt. Schon unterwegs! Ja, wir müssen nur auf den Belagerungswaffenkarren halt warten. Der jetzt wo lang fährt? Da. Also den Belagerungsturmkarren. Oder wir warten einfach darauf, dass Kestrel zu uns kommt und uns angreift. Schon unterwegs. Sofort. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Der Feind rückt gegen unsere Mauern vor. Alles klar. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass Kestrel so schnell handelt. Alles klar. Vor allem mit so einer Armee. Auf euren Befehl. Tapfere Krieger, schließt euch mir an. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Verstanden. Unsere Truppen werden angegriffen. Da sind sie durchgebrochen, nicht gut. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Es gibt kein Zurück. In den Kampf. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Wo ist Kestrel jetzt? Da. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Soldatenlimit erreicht? Wie? Denn das jetzt, ey. Schon unterwegs! Alles klar! Alles klar! Da greift Kestrel an, das ist das Wichtigste. Ich kann singen, um die Siedler in der Nähe zu unterhalten. Oder wir geben einfach wieder das Met frei. Den Kampf! Alles klar. So, das war Kestrel. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Oh, Mission schon erfolgreich.
Der Verräter wurde gefangen genommen und die feindlichen Truppen ziehen sich zurück. Die königliche Stadt ist wieder frei. Ich habe Crimson Sabbat verloren und nun auch noch meinen verräterischen Ritter. Zur Hölle mit euch. Ich werde euch in Stücke reißen. Ich bereue meine Taten nicht. Einzig mein Versagen. Ich erkenne eure Macht an und stelle mich eurer Gerechtigkeit, euer Majestät. Aha. Klingt irgendwie wie ein Standardsatz. Vegetarierwertung 8%. Sehr schön.